Das ist Atem. Atem ist Kleingärtner. Klingt komisch, ist aber so. Atem züchtet Tomaten, doch Atem hat ein Problem. Dieses Jahr sind die Tomaten schon wieder so wenige. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Doch Atem denkt nach. Ich habe eine Idee. Ich ziehe einen Experten zu Rate. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich bin Atem, Kleingärtner, und ich würde Ihnen gerne einige Fragen stellen. Setzen Sie sich. Ich bin Ihnen die Expertin. Ich habe eine Frage, und zwar möchte ich den Ertrag meiner Tomaten steigern, aber ich weiß nicht wirklich, wie ich das anstellen soll. Also eine mögliche Lösung wäre, aus Ihren Tomaten heterozygote Tomaten zu erstellen. Dabei nehmen wir zwei Inzuchtlinien und verbinden sie. Dadurch werden Ihre Tomaten größer, stärker und vitaler. Und dies möchte ich Ihnen zeigen mit diesem Schaumbild. An diesem Bild erkennt man den Heterosis-Effekt. Hier wird Inzuchtlinie A mit Inzuchtlinie B gekreuzt und es entsteht der F1-Bastard. Dieser hat die maximale Ausprägung und den höchsten Grad an Heterozygotie, weil beide Allele eines Gens einen günstigen, aber unterschiedlichen Effekt haben. Denn Enzymvarianten werden mit verschiedenen Temperaturoptima kodiert. Heterozygote halten höhere Temperaturen aus als Homozygote. Hybridzucht ist eine gezielte Nutzung vom Heterosis-Effekt, bei zum Beispiel Mais, Schweinen und auch wie in Ihrem Fall Tomaten. Zunächst werden bei vielen Rassen und Sorten homozygote Linien erzeugt. Der Heterosis-Effekt verliert sich in der nächsten Generation. Sie müssen stets neu durch Kreuzungen der Inzuchtlinien erzeugt werden. Das dauert aber schon ziemlich lange. Gibt es eine Methode, die auch schneller funktioniert? Ja, es gibt noch Alternativen. Alternativen, die habe ich. Ich bin Hendrik, der Experte. Das können Sie alles vergessen, denn was Sie wirklich brauchen, ist dieses Gerät. Mit Hilfe dieses Gerätes manipulieren wir die Genetik Ihrer Pflanzen durch Temperaturschocks, Röntgen- und Neutronenstrahlen und Chemikalien. Das erhöht die Mutationsrate Ihrer Pflanzen erheblich und hat denselben Effekt wie Hybridzucht, ist nur sehr viel schneller. Was für weitere Folgen hat das für meine Züchtung? Nun, es ist möglich, dass die Folgegeneration zu sterilen Bastarden wird, das heißt, es hat eine ungerade Anzahl an Chromosomensätzen und lässt sich möglicherweise nicht fortpflanzen. Genmutationen sind meist rezessiv und zeigen sich frühestens in der zweiten Generation. Dort beginnt dann die Auslese geeigneter Mutanten für die Weiterzucht. Sterile Bastarde bilden keine Samen. Das ist beispielsweise bei Zitrusfrüchten, Bananen und Tafeltrauben erwünscht. Verdoppelt man jedoch die beiden nicht homologen Chromosomensätze von zwei sterilen Bastarden, die artenverwandt sind, können sie fortpflanzungsfähig werden. Das nennt man Allopolyploidie. Ah, ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Aufklärung. Gerne. Tschüss. Tschüss. Der Gärtner probiert aus. Nun geht der glückliche Kleingärtner wieder an die Arbeit. Ich habe viel zu tun heute. Durch diese Anschauung kann ich es Ihnen verbildlichen. Das nennt man den Heterozygote-Effekt. Nein, Heterosis. Heterosis-Effekt. Alternativen, die habe ich. Ich bin Hendrik, der Experte. Sie möchten Alternativen? Die habe ich. Ich bin Hendrik, der Experte. So, und das hier ist die Zukunft Ihres Anbaus. Mit diesem Gerät manipulieren wir, scheiße! Alternativen, die habe ich. Ich bin Hendrik, der Experte und... Hey. Ich habe einige Fragen, und zwar möchte ich meine Tomaten... Tomatenscheiße?
Nein, ich hab voll vorbei, was ich sagen wollte. Viel mehr Chromosomsätze, gerade Chromosomsätze haben, dass die eben denkst da. Mit Hilfe von Neutronen, Röntgenstrahlen und Chemikalien. Aber was für Folgen hat das für den späteren Anbau?